Guten Tag, liebe Leute, und willkommen zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, wir machen jetzt weiter mit dem guten Geralt und mit der Ciri. Und ja, zum Schluss der letzten Folge ist ja leider der gute Vesemir von uns gegangen. Aber ja, wir müssen weitermachen. Ja. Er hätte es auch so gewollt. Und ja, wir rüsten jetzt mal hier ganz kurz ein paar neue Bolzen aus. So. Und jetzt können wir auch schon weiterziehen hier. Wir sind jetzt hier hoch auf den Berggipfel. Und dort sollen scheinbar ein paar Leute sein von der wilden Jagd. Und zwar die, die Avalach behauptet, für den Tod verantwortlich sind. Ja, von Vesemir. Imnerits größte Schwäche seine Eitelkeit ist. Eitelkeit? Er will jeden Feind beeindrucken. Der andere, Karantir, soll verschwiegen und pragmatisch sein. Nicht überraschend, immerhin war er Avalachs Schüler. Soll ich schießen? Der Weißhaarige hat mal den Herrinnen gedient. Aber... Lass sie doch. Aber... Sie wollen nur zum Fest. Es gehört sich nicht, sie zu verjagen. Wir sind nicht zum Feiern hier. Wir müssen auf den Berggipfel. Das Tor ist zu. Ihr könnt nicht hindurch. Aber da unten gibt's Feuer und jede Menge zu essen und trinken. Setzt euch dazu. Vielleicht kommen die Herrinnen ja dieses Jahr herunter und zeigen sich uns. Danke für die Einladung. Wir setzen uns gerne etwas hin, nicht wahr? Sprich für dich selbst. Kommt mit mir! Dieses Fest. Worum geht's da überhaupt? Wieso willst du das wissen, Wanderer? Kein Grund, sich aufzuregen. Der weiße Mann hat den Herrinnen geholfen, wie wir wissen. Wir haben ihnen das ganze Jahr hindurch Geschenke gemacht und heute Nacht schenken sie uns ihren Segen. Ich habe eines eurer Geschenke an die Mumen getroffen. Wimmernd, zu Tode verängstigt und etwa 8 Jahre alt. Bleib ruhig. Ihr sagt, die Herrinnen segnen euch. Ja, denn unser Leben geht so. Erst ein Sommer lang Arbeit unter der heißen Sonne, dann regnet's im Herbst und dann bringt der Winter den Tod. Dann kommt der Frühling und alles Tote wird neu geboren. Und von unserem Schweiß und Blut trägt die Eiche ihre Eicheln. Mal wenige, mal eine ganze Handvoll. Und was macht ihr mit den Eicheln? Die Ältesten von Velen halten Rat. Manche wollen sie zermahlen und für eine reiche Ernte auf den Feldern verstreuen. Andere wollen sie einer weisen Frau geben, die Medizin daraus macht. Eine Handvoll verzauberter Eicheln reicht für ganz Velen? Es reicht niemals. Eure Kinder, warum brauchen die Herrinnen sie? Das wissen wir nicht und wir fragen auch nicht. Ihr wisst es nicht? Dann verrate ich's euch. Verrat uns lieber, was ein Bauer, dessen eigene Kinder hungern, mit einem streunenden Kriegsweisen machen soll. Ihr seid nicht von hier. Urteilt nicht mit euren Gesetzen über uns. Ich habe genug gehört. Wir haben noch andere Fragen. Du hast ein Tor erwähnt und dass wir nicht hindurch können. Nur die Auserwählten dürfen zu den Herrinnen hinauf. Jedes Jahr steigen höchstens 3 junge Kerle und Mädel auf den Berg. Lass mich raten, sie kehren nie zurück. Doch, das tun sie, fröhlich und ausgelassen. Aber nur die wenigsten von ihnen bleiben in Velen. Meist ziehen sie in die Welt hinaus. Die Herrinnen des Waldes kommen zu euch? Wenn sie uns wohlgesonnen sind.
Mein Vater hat mir erzählt, dass sie einmal hinabkamen, von Feuer zu Feuer gingen und sich die Wünsche und Nöte der Leute anhörten. Darauf warten wir jetzt jedes Jahr. Dann haben sie es wohl schon länger nicht mehr getan. Es hat keinen Sinn zu warten, ob wir so viel Glück haben. Ja, wir müssen irgendwie zum Gipfel. Wir sollten gehen. Ihr wollt unbedingt zu den Herrinnen. Ich teile eure Sehnsucht. Wir brennen geradezu darauf. Komm, Geralt. Wir müssen vor Tagesanbruch dort sein. Geht zum Zelt und sprecht mit Thekla. Sie entscheidet, wer würdig ist, vor die Herrinnen zu treten. Was für Kreaturen die Welt unter einem menschlichen Schleier betreten, das weiß niemand. Wir alle benutzen diesen Schleier. Es war ein harter Winter. Gute Herrinnen, gnädige Herrin, schenkt mein... Guck mal, ein Kind. Nein, ein Göttling. Ich kenne ihn. Er heißt Hansi. Das ist ja toll. Du bist zurück. Und du hast ein Mädchen gefunden. Ich bin Hansi. Wir hatten schon das Vergnügen, auch wenn es etwas einseitig war. Ich habe dich laufen sehen, mit dem Rücken zu mir, als ich gerade... Ist eine lange Geschichte. Nenn mich Ciri. Schön, dich kennenzulernen. Wie steht's, Hansi? Alles bestens. Keine Beschwerden. Was führt dich hierher? Wir wollen auf den Berg. Kannst du uns helfen? Ich würde euch eher davon abraten. Aber das wäre wohl vergeblich. Das Mädchen, ist sie genauso stur wie du? Sogar noch sturer. Hab ich mir schon gedacht. Der Weg zum Gipfel beginnt gleich hinter dem Tor da. Aber nur die alte Thekla hat den Schlüssel. Und da ihr den nicht kriegt, könnt ihr genauso gut umkehren. Der Schlüssel. Warum glaubst du nicht, dass wir ihn kriegen? Herrje, ihr seid ja schlimmer als Kinder. 3 Seelen werden auf den Berg gelassen. Und zwar nur stramme Burschen oder holde Mädel. Sie bekommen den Schlüssel, öffnen das Tor und treffen die Herrinnen. Dann wäre ich also dabei. Aber er ist alt und hässlich. Was kann er denn? Verlorene Stimmen wiederfinden zum Beispiel. Dann finde die Stimme der Vernunft. Sie wird euch raten, umzukehren. Ihr könnt die Herrinnen nicht täuschen. Wir suchen einen Elfen namens Imlerit. Ciri meint, er könnte ein Gast der Mumen sein. Ein großer Kerl in Plattenrüstung? Da seid ihr auf dem richtigen Weg. Er ist auf den Berg rauf. Du hast ihn gesehen? Zuerst im Sumpf. Unter den Hufen seines Pferdes ist das Wasser gefroren. Und dann gestern nochmal, als er den Weg hochritt. Warum sucht ihr ihn? Er hat meinen Freund getötet. Bei dem würde ich auf Rache verzichten. Selbst die Herrinnen kriechen vor ihm im Staub. Wir müssen zum Gipfel. Ganz einfach. Dann müsst ihr Thekla überreden. Sie ist zwar blind wie ein Maulwurf, aber sie ist nicht dumm. Wir wollen sie nicht hereinlegen. Ihr findet sie in dem Zelt da drüben. Ich wünsche euch Glück und hoffe, wir sehen uns wieder. Irgendwann. Der Mond geht auf, die Eule ruft. Ja, schön, ihn wieder mal gesehen zu haben. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass wir ihn nochmal treffen. Es ist noch nicht fertig. Geduld. Gut, dann gehen wir mal zu dieser Thekla. Ein Wolf. Ich nehme mir auch mal noch kurz hier alles mit. So. Wirklich. Wenn die Herrinnen genug zu essen haben, warum geben sie uns dann keiner von euch ist würdig. Es klärt auf. Wer ist da? Nun komm, komm näher, Mädchen. Ja, was ist das für eine? Schmale Taille, funkelnde Augen. Ein hübsches, lebhaftes Mädel. Hattest du schon mal einen Mann? Vergiss es, ich kenne die Antwort. Ich wähle dich, Mädchen. In dieser Nacht wirst du die Herrinnen sehen. Wenn sie auf den Berg geht, gehe ich mit ihr.
Was hat die Katze denn da eingeschleppt? Er ist grauhaarig und aderig, voll mit Narben und hat Augen wie eine Viper. Ja, stinkt nach geronnenem Blut und nach Leichen und ist alt und unfruchtbar. Ich weise dich zurück, Sonderling. Das Mädchen geht allein. Du schätzt mich falsch ein. Ich bin würdig. Mädel? Er ist flinker als jeder Jüngere. Und er riecht nach Tod, weil er Monster jagt. Und er tötet jeden, der sich ihm in den Weg stellt. Vielleicht habe ich mich geirrt. Vielleicht ist doch noch Leben in ihm. Laut dem alten Ritus kannst du mein Urteil anfechten. Aber dazu musst du eine Prüfung bestehen. Ich stelle mich der Prüfung. Komm. Du musst sie finden. Eine Münze aus alter Zeit. Falka prangt auf ihrer Rückseite. Daher wird sie Oren der Verächterin genannt. Und jetzt bring mir die Münze. Gut, dann mal los. Münze, ich komme. Okay, die ist hier runter. Ja, wir haben hier ein Problem. Moment, ich muss kurz meine Armbrust ausrüsten. Oh, nee, sie ist ausgerüstet, okay. Warum kann ich die jetzt gerade nicht in die Hand nehmen? Moment. Ach, hier. Hier war das Problem. So. Gut, die sind weg. Jetzt schnell runtertauchen, los. Weil wir haben gerade schon zu viel Sauerstoff nämlich verbraucht, wie ich finde. So, wir haben die Münze. Wir sollen jetzt wieder zurückschwimmen, ja. Allerdings weiß ich nicht, vielleicht lohnt es sich noch ein bisschen hier in der Höhle rumzuschwimmen. Vielleicht gibt es hier hinten noch was Interessantes. Dann müsste ich mir dann eh jetzt erstmal Luft schnappen, ja, sonst war es das hier für mich. Wird sowieso schon knapp genug. So, komm schon, schnell hoch hier. Sauerstoff auffüllen. Wollen wir nochmal runter gucken? Ist halt vielleicht noch einen Blick wert. Ja? Vielleicht lohnt es sich auch nicht, ja? Aber mal nachgucken, vielleicht zumindest mal. Ja, weil hier hinten geht es ja weiter. Und manchmal werden ja ein paar Kisten versteckt. Ja? Also offen, wo man gar nicht damit rechnet. Hey, da hinten geht es raus, ja, oder? Dort ist noch eine Unterwasserhöhle. Gut, gucken wir mal hier. Vielleicht komme ich mit diesem Weg auch hier nach draußen aus der Höhle, das kann ja auch sein. Wirkt aber jetzt gerade nicht danach, ne. Also hier kommst du nicht durch. Du kommst hier nach unten, so wie es aussieht, ja, aber nicht nach oben. Gut. Dann bringen wir jetzt da die Münze zurück, würde ich sagen. Einmal hier lang schwimmen kurz. So, und nach oben. Los, schwimm, Geralt. So. Gut gemacht. Hep. Sehr schön. Na toll. Oh, hi. Hi, mein Großer. Gut, machen wir dich mal noch mit weg. Wenn du es unbedingt willst. Willst es unbedingt wissen, nicht wahr, mein Großer? Hier, nimm das. Das hat er gut gemacht. Ja, das hat er wirklich gut gemacht. Kurz vor seinem Ende hat er mich noch platt gemacht hier. Ich glaube, das ist aber auch jetzt das zweite Mal, dass wir draufgegangen sind im Spiel. Wenn man jetzt so nachdenkt. Ja.
an unsere vergangenen Folgen alle und so, ja. Das war definitiv erst das zweite Mal. Das erste Mal sind wir, glaube ich, draufgegangen auf den Abgrund. Los. Wir machen den Großen hier weg. Na los, nimm das. So, zurück. Und jetzt gehen wir das Ganze hier ein bisschen taktischer an. Jawohl. Zurück. Auf. Sehr schön. Naja, jetzt gerade hatte ich es zuerst nur ein bisschen mit zu wenig Taktik angegangen. Das Ganze hier. Hätte ich direkt taktischer gespielt, wäre es sofort für ihn gewesen hier. Gut. Jetzt denke ich, kommt uns hier nichts mehr in den Wege. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Und was ist Sie los? Sind zurück. Was wollt ihr? Ich habe die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt! Das ging glatt. Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in trüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugeljunge erzählen. Wirke, der Letzte der Auserwählten wird nun den Gipfel erklimmen, um den Herrinnen zu begegnen. Wohin deswegs? Auf zum Gipfel. Aber Moment, vielleicht muss ich noch mal ganz kurz hier einen kleinen Zwischenstopp machen. So. Denn hier gibt es wieder ein bisschen was zum Mitnehmen. So, feine Sache. Wartet auf mich. Und hey, wo ist denn Ciri? Irgendwie ist Ciri gerade gar nicht mehr da. Ah, doch, dort. Gut, weil schließlich wollte sie ja unbedingt hierher, ja. Da würde mich schon verwundern, wenn sie dann nicht mal schnell und pünktlich hinter uns ist. Oh. Wie heißt du, Mädchen? Und du? Dein Name spielt keine Rolle. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Die hat uns reingelegt, also. Du würdest doch keine Frau schlagen. Mal weg mit dem kleinen Klops hier. Ziemlich harter Kerl. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumen. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, Schnack, Schnuck. Verdammt, wir spielen nochmal. Imlerit ist gefährlicher als die Mumen. Ich sollte gegen ihn kämpfen. Ich bin nicht schwächer als du. Wir beide wissen, dass das nicht stimmt. Hör auf mich. Nur dieses eine Mal. Aber... Kein Aber. Gut. Sei vorsichtig. Du auch.
Ich muss da runter. Okay, Ciri muss dann also jetzt gegen die Mumen kämpfen. Ach Mist, ich muss wohl springen. Ich muss gestehen, wäre aber auch interessant gewesen, ja, hätten wir es jetzt andersrum gemacht, dass Geralt zu den Mumen geht, ja. Denn die Mumen kennen sich ja schon so, ein bisschen so, ja, mit dem Geralt. Also er kennt die ja schon. Ja, klar, Ciri hätte die auch schon mal getroffen, ja. Trotzdem fände ich es schon interessant, noch ein Gespräch zwischen den Mumen und Geralt zu haben, ja. Aber gut, machen wir weiter. Da drüben sind sie. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Dein Blut, so warm, so süß. Dein Blut und stark. Du kannst hier unten. Was würden sie besiegen? So, erstmal die Brauerin wegmachen hier. Jawohl. Du sterbst heute Nacht. Gut, jetzt erstmal ein bisschen auf Distanz bleiben, um Gesundheit zu regenerieren. Und Angriff wieder, los. Jawohl. Böses, böses mit. Du sterbst heute Nacht. Nein, ihr. Ihr sterbt heute Nacht. So. Lass mal wieder auf Distanz zwischen bleiben. Jawohl. Jetzt. Nimm das.
Imlarit ist bestimmt auf dem Gipfel. Gut, Geralt. Du musst dann jetzt zu Imlarit. Und ihn ausschalten. Magie, ein Ort der Macht. Ich denke, das war so die richtige Wahl, so wie wir das jetzt gemacht haben. Weil man muss auch einfach sagen, gegen die Mumen war halt jetzt auch extrem gut hier Ciris Fähigkeit. Diese Spezialangriff, ja. Das ist der Spezialangriff, wo sie, ich sag jetzt mal, teleportieren dazu so. Ja, also wo sie so teleportiert von einem Feind zum anderen und dann kurz immer so einen Schlag den verpasst. Ja, das ist halt gut für mehrere Feinde. Wie ich finde. Die Schwestern sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ja, wir sind beide hier. Wo ist das Mädchen? Das spielt keine Rolle. Du kriegst sie nicht. Du hast in der Festung tapfer gekämpft, bis zum bitteren Ende. Ich hoffe, diesmal wird es nicht anders sein. Gut, wir müssen uns jetzt eine gute Taktik hier für den überlegen. Ich gehe erstmal mit der Feuerfähigkeit drauf. Ja, komm schon. Ah, er tut seinen Schild der Schichte weg. Okay. Gut. Am besten angreifen, wenn er so zuschlägt. Dann hinter ihn so ein bisschen gehen. Jawohl, das war gut gemacht. So, schon Feuer wieder drauf. Bringt aber nicht so viel bei ihm. Also ich denke, bei ihm ist eher Schutzschild vielleicht nicht schlecht, wenn ich den für mich nutze. Ja. So, Schutzschild einsetzen. Jawohl, und jetzt drauf. Hat gut geklappt. Und so wiederholen wir das jetzt ein paar Mal, würde ich sagen. Schutzschild aktiviert. Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Der Hexer, den du erschlagen hast.
Wir haben's geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei der Mumen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Wir hatten Glück. Ich hoffe, es verlässt uns nicht. Das ist kein Glück. Du bist eine Tötungsmaschine und ich dein echter Spross. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Ein Urin für deine Gedanken. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Ja, lass uns gehen. Danke, dass du mich begleitet hast. Komm her. Gehen wir. Die Eiche ist tot. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Und unsere Eicheln? Eure Eicheln? Keine Ahnung, ist mir auch gleich. Ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Komm, Geralt. Es ist Zeit. Lebt für euch selbst. Das sind Anderlinge. Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihre Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri! Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat... Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Wir haben die Mumen von Velen und den General der wilden Jagd zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Ihr solltet euch ausruhen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mach mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Ist irgendetwas passiert, als wir weg waren?
Die hübsche Polly hatte Fieber. Matt Auster hat ein Messer zwischen die Rippen bekommen und der Dreifachmet aus Sodden kommt nicht. Rittersporn. Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelkarte. Jen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Ah, und dein Elf ist in der Rubin-Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich gefragt. Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet, aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt, benachrichtige mich, wenn Gwynblade und Cyrael da sind. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. Es wird schon Abend. Lust auf ein Schäferstündchen? Gut, ich würde sagen, wir gehen zuerst zur guten Triss. Sie haben wir jetzt länger nicht mehr gesehen. Grüß dich, Triss. Bist du verrückt geworden? Ihr habt ganz alleine Imlerit verfolgt? Zum Sabbat? Wie konntest du Ciri in solche Gefahr bringen? Komm schon, wir haben es gut überstanden. Im Gegensatz zu Imlerit. Das ist das einzig Beruhigende. Aber das ist keine Rechtfertigung. Weißt du, was alles hätte passieren können? Ja, aber ich hätte nie zugelassen, dass Ciri etwas passiert. Das weißt du. Auf dem Weg in die Stadt kamen wir an brennenden Scheiterhaufen vorbei. Mit Anderlingen. Es wird jeden Tag schlimmer. Hier sind keine Magier mehr übrig, sodass sich die Jäger andere Opfer suchen mussten. Wir müssen alles so schnell wie möglich erledigen und aus Novigrad verschwinden. Hattest du Erfolg mit der Loge? Will uns jemand helfen? Sieht nicht gut aus. Ida hat abgelehnt und Francesca möchte im Krieg ihr kleines Reich nicht verlassen. Von Fringilla wissen wir es nicht. Wir konnten sie nicht kontaktieren. Und die anderen? Keira? Margarita? Philippa? Keira? Ich dachte, gerade du würdest das verstehen. Nur wenige können sich einer Zauberin verweigern. Und Keira Metz hatte selbstverständlich ihre Methoden. Doch als sie die Notizen des Magiers Alexander verlangte, musste ich sie enttäuschen. Das brauchte sie ebenso wie den Impuls zu einem Neuanfang. Und den fand sie, wo sie ihn am wenigsten erwartet hätte. Als sie später wegen der Entdeckung eines Heilmittels für die Katriona-Krankheit berühmt wurde, erinnerte sich niemand mehr an die Zeit als Dorfhexe. Hab schon unpassendere Paare gesehen. Hoffentlich klappt es. Hoffentlich klappt es bei uns. Und wir finden Philippa und Rita. Weißt du, wo sie sind? Yennefer sucht nach Rita. Und ich versuche herauszufinden, wo Philippa steckt. Und? Hast du was herausgefunden? Einiges, was interessant sein könnte. Willst du die lange Version oder die kurze hören? Erzähl mir alles. Ich möchte alle Details wissen. Nachdem Philippa aus Loch Moin geflohen ist, kam sie nach Novigrad. Sie suchte Hilfe bei einem früheren Liebhaber, dem Zauberer Arthur de Fleester. Philippa und ein früherer Liebhaber. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Geschichte nicht gut ausgeht. Philippa hat mal einen Trottel aus ihm gemacht. Arthur wollte sich rächen. Er hat sie überzeugt, dass sie als Eule am sichersten wäre. Sie hat sich verwandelt und er hat ihr ein Dimeritiumband am Bein angebracht. Kurz danach fing die Hexenjagd an. Leider fiel Arthur ihr zum Opfer. Sein Besitz wurde versteigert. Und wie es der Zufall wollte, kam ein uns wohlbekannter Zwerg zufällig bei dieser Auktion vorbei. Soltan. Philippa ist die ganze Zeit unter unserer Nase gewesen? War wohl eher. Soltan hat sie vor einigen Tagen bei einem Kartenspiel verloren. Du machst Witze, oder? Leider nicht. Ein Mann tauchte auf, nahm Soltan ordentlich aus und schlug dann vor, um die Eule zu spielen. Natürlich hatte er gewonnen. Er bedankte sich höflich bei Soltan und verschwand wieder.
Wer war das? Weißt du, wo er wohnt? Er ist nicht von hier. Keiner kennt ihn. Na, großartig. Haben wir eine Spur? Wir haben das hier. Eine Feder der Eule Philippa? Denkst du an Divination? Genauer gesagt an Hydromantie und eine Art Sortilegium. Wir brauchen einen Brunnen, an dem wir ungestört sind. Der vor dem Passiflora müsste passen. Gute Idee. Gehen wir. Da sind wir. Schön ruhig. Wir müssten ungestört sein. Fangen wir an. Beobachte die Wasseroberfläche genau. Uns darf nichts entgehen. Was ist das? Nichts. Nur ein erstes Bild. Was? Unterbrich mich nicht. Ich muss mich konzentrieren. Kommt mir bekannt vor. Ein Badehaus. Ich kenne es. Dijkstra, er hat sie. Das ist sein Badehaus. Hätte ich mir fast denken können. Das war die jüngste Vergangenheit. Bei Dijkstra kann ja alles Mögliche passieren. Gehen wir. Nicht so schnell. Das erste Bild. Was war das? Nichts. Wirklich. Red keinen Unsinn. Ich weiß, wie Hydromantie funktioniert. Das Bild ist erschienen, weil du daran gedacht hast. Es ist nur... König Tancred hat mich gebeten, seine Hofberaterin zu werden. In Kovir. Im Leuchtturm hast du Kovir erwähnt. Jetzt verstehe ich, warum. Hast du angenommen? Nur ein Schwachkopf würde ablehnen. Tancred hat die Magier von Anfang an unterstützt. Die Evakuierung war nur mit seiner Hilfe möglich. Jetzt möchte er den Rat und die Kammer wieder aufleben lassen. Ich soll beidem vorstehen. Du hast es verdient. Die beste Entscheidung, die Tancred je gefällt hat. Vielen Dank. Ich hoffe, ich bin der Aufgabe gewachsen. Das bist du. Wenn du den Rat anführst, tut er hoffentlich endlich Gutes und hilft den Menschen. Tancred kämpft einen seltsamen Kampf. Der ganze Norden macht Jagd auf Magier und er möchte den Rat wieder einführen? Die Zeiten sind hart und Tancred scheint sich als einziger zu erinnern, dass Magier eine mächtige Kraft darstellen. Und wir wissen, wie wir unsere Dankbarkeit zeigen können. Die Vision war ein Haus, kein Königshof. Das ist das Haus, das uns in Pontvanis erwartet. Wenn wir hier alles erledigt haben, die wilde Jagd besiegt ist und sich Ciri in Sicherheit befindet, würde ich dort gerne mit dir zusammen wohnen. Sieht aus, als hättest du schon alles geplant. Gefällt es dir nicht? Doch, sehr sogar. Später erzähle ich dir mehr. Jetzt müssen wir erst Philippa finden. Gut. Na los. Gut, dann gehen wir jetzt zum Badehaus. Hoffentlich kommen wir rechtzeitig. Hoffentlich hat Dijkstra ihr noch nichts getan. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Dijkstra, dem was getan hat. Unwahrscheinlich. Dijkstra hat ihr nie verziehen, dass sie ihm Meuchelmörder auf den Hals gehetzt hat. Und
Philippa ist zweifellos geschwächt. Geschwächt mag sie sein, aber sie ist trotzdem eine mächtige Zauberin. Wenn Dijkstras Männer ihr das Demeritium abnehmen, tötet Philippa sie, bevor sie Ach du Scheiße sagen können. Du wirst ersticken an drei Pfund Stahl. Deinesgleichen steckt einen an mit Miesmacherei und Fahnenflucht. Aufpassen! Sie scheinen Philippa unterschätzt zu haben. Ergib dich! Das hier ist ein Labyrinth, Hexe. Du wirst niemals rausfinden. Verdammte Schwachköpfe! Ihr nach! Wir kümmern uns um sie. Oh nein, nein, nein! Die Zauberin bleibt hier. Wir gehen zusammen. Auf keinen Fall. Schon gut, Geralt. Ich bleibe, falls sie auf diesem Weg fliehen möchte. Bin gleich wieder zurück. Verdammt, sie hat sie verzaubert. Es ist noch nicht zu spät, sich zu ergeben. Wo ist sie hin? Sie ist hier runtergeflüchtet. Philippa, was ist uns beeilen? Verstanden? Bad verstanden. Bleib hier stehen und lass niemanden vorbei. Bad hier stehen. Nicht vorbei. Scheiße. Fluch der Bad. Und dann haut ab. Stirb, Auge um Auge. Na los. Weg mit dir. Nicht vorbei. Schöner Vogel sagen nein. Verdammt, sie hat ihn auch verzaubert. Na, super. Ihm möchte ich nichts tun, auf jeden Fall. Sie ist verletzt. Hast du das nicht gesehen? Ich will ihr helfen. Vogel sagen niemand vorbei. Bad niemand vorbeilassen. Hast du schon mal Bauchschmerzen gehabt? Schmerzen? Ja, Bart einmal alter Ertrunkener essen. Ihr Bauch tut ihr so weh, als hätte sie 100 alte Ertrunkene gegessen. Bart nicht wollen! Ertrunkener Schlimmschmerzen. Lass mich durch. Ich kann ihr helfen. Bart dich lassen. Hexer helfen. Ich will dir helfen. Beim Sterben vielleicht? Das kannst du vergessen. Los, wir müssen uns beeilen. Und gut, dass wir den guten Bart jetzt nicht bekämpfen mussten, ne? Weil ihn mochte ich damals schon sehr. Den hätte ich echt nur ungern jetzt getötet, nämlich hier. Ich werde dir nichts tun. Schwachsinn! Ich will dir helfen. Verzeih mir, aber irgendwie glaube ich dir das nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Du verdienst nicht zu leben. Wir müssen schnell an sie heran. Ach,
dich zu binden. Wenn ich dich umbringen wollte, wärst du schon lange tot. Was willst du? Mich foltern? Den anderen dabei zusehen? Ich brauche deine Hilfe. Wenn du lügst, werde ich... Ruhig, das habe ich nicht vor. Triss wartet draußen. Sie erklärt dir alles. Tut mir sehr leid, aber die Dame kommt mit mir. Dijkstra, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Geh mir aus dem Weg. Ich will keinen Streit mit dir, Geralt. Aber Phil und ich haben einiges zu besprechen. Erinnerst du dich an die Meuchelmörder, die du auf mich angesetzt hast, Phil? Ein schwerer Fehler. Sowas regelt man persönlich. Und das werde ich dir jetzt zeigen. Du wirst ihr gar nichts zeigen. Ich brauche sie. Das ist mir scheißegal. Ich habe so lange darauf gewartet. Tut mir leid. Außerdem interessieren mich deine Pläne so wie das Wetter in Mahakam. Philippa wird mit mir kommen und für ihre Nettigkeiten bezahlen. Du wusstest Informationen schon immer zu schätzen, Dijkstra. Darum glaube ich nicht, dass du mir etwas sagen kannst, das ich noch nicht weiß. Der Kaiser von Nilfgaard hat die Handelsgesellschaft nicht unter seine Kontrolle gebracht. Seine Gegner treten ihm in den Arsch, was? Die Weiße Flamme wird wohl nicht mehr lange auf den Grabhügeln der Feinde tanzen. Seine Tochter ist zurück. Der Kaiser will abdanken und ihr den Thron überlassen. Cirilla! Unmöglich. Das könnte den Kriegsverlauf wenden. Aber was hat das mit Philippa zu tun? Philippa wird uns helfen, Ciri vor der wilden Jagd zu beschützen. Geht schon, bevor ich meine Meinung ändere. Entschuldigt die Verspätung, aber ich hatte mit den Wachen zu tun. Hallo, Triss. Philippa, geht's dir gut? Ging schon mal besser. Ich bring dich hier raus. Kommt ihr klar? Ja, danke für deine Hilfe. Gut, das wäre geschafft. Gehen wir mal hier lang. Und ich würde sagen, dann jetzt mit dem Avalak nochmal hier sprechen. Allerdings, ja, machen wir das dann erst beim nächsten Mal, würde ich sagen, Leute. Hier machen wir jetzt Schluss. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Da machen wir dann die letzten Vorbereitungen weiter. Das war's, euch noch einen schönen Tag und tschüssi.